Bart the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I knew you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What? Brace! Boah. Ich glaube, der Leviathan hatte gerade richtig Bock auf die. Okay. Porthoggles Aufzeichnungen haben wir noch und dann haben wir noch das Ende. Die beiden würde ich gerne nochmal anhören und gucken, was da jetzt noch passiert. You know what Maida told me today? She wants to build a habitat 500 meters below sea level, more than a kilometer northeast of here. And she needs Bart and I to do it. She's got it into her head that she can save us if she just acts recklessly enough. But I've hauled Star Wars to Neptune, Plasteel to the Federation. This family operates 9 different mining colonies across the Ariadne Arm. Maida thinks she's better suited to lead. Her contract still says otherwise. But I just cannot damn well tell whether it's the stupidest idea I ever heard, or my only hope. I turned 80 years old last week. I thought I had another 80 in me, but marooned on this planet, there's no swapping out of my liver when the old one fails. Here, I'm mortal. And Maida is useful. So, it's my responsibility to make a decision. Return to the island and hope whatever knocked the Degazi out of the sky won't do the same to the rescue ship. Or take us deeper in search of answers. And all the while be hoping old age gets me before the sea monsters do. I'll give Maida just one thing. She was right about these caves. There's enough lithium there to fabricate 100 tons of plasteel. Enough for a damn fleet of Cyclops submarines. There was nothing anyone could have done to avoid crashing here. But I was right to order the detour. If we get off this planet, they'll be talking about the Torgel share price on the other side of the Federation. Er hat anscheinend auch damit wohl gespielt, dass er dieses große Geld machen kann. Und anscheinend ist das nicht aufgegangen. Hallo lieber Skull, wir hören noch das letzte. Came out of nowhere. An alien Kraken, bigger than a Cyclops, tore a hole clear through the reinforced hull. Billy got my breather in time. I told her. I said others would come. The rupture threw me clear of the habitat. And the monster turned and bore down on me. Just as its tentacles came within reach, Maida appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then I thought I saw a light deep below me. I hope maybe Bart had swum clear. I followed it. Now I wonder whether I saw anything at all. My oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Okay. Also er war wohl auch nur noch, ja, anscheinend in den letzten Atemzügen so gesehen. Ja. Aber das, die ganzen Informationen bringen uns nichts weiter. Also es geht auf jeden Fall noch tiefer. Die Frage ist, wo? Und das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich will mal nochmal eine ganz kurze Pause machen. Ich muss ganz kurz ums Eck und wir machen gleich weiter. So, da werden wir wieder. Ich habe gerade noch ein bisschen hier diskutiert. Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf gehabt. Ich würde einen Sonar errichten für unsere Seemotte. In der Hoffnung, dass wir was finden. Und der Hinweis war jetzt, Scannerräume zu bauen. Das gäbe es als Möglichkeit auch. Ja, da waren wir ja. Da waren wir ja schon. Ich
Ich würde sagen, wir machen eine kleine Suche. Ich habe eine. So. Warte mal. Oh, ich habe hier einen kleinen Probenbehälter. Ich lasse den mal hier. Ich habe keine Lust, drüber zu marschieren. Ich will mal kurz dieses Scan-Teil probieren. All systems online. Ah. Okay, das ist nice. Nimm Bojen mit. Okay. Ich höre mal auf deinen Ratschlag. Dann kann ich sie mir markieren, ne? Genau. Ich parke das Ding nochmal ganz kurz, damit es genug Energie hat. Nimm mich mit! Ich setz dich in so einer Höhle aus. Nein, Quatsch. Ah ne, ich muss ja eh hier rein. Wie mache ich die Bojen? Ey! Kupfer. Oh, ich habe kein Kupfer. Ich muss kurz auf Kupfersuche gehen. Voll gemein. Gar nicht. Habe ich nicht so in Erinnerung, dass ich gemein bin. Kalkstein, die ganz simplen. Das bringt mir ja nichts. Da. Ich suche mir mal ein paar und dann. Du beschwerst dich bei meinen Mods. Was sollen meine Mods dir sagen? Ja, nimm den Jan mit, der Pass auf die Bojen auf. Das ist gut, das gefällt mir. Ja, wobei, dem vertraue ich doch nicht. Die schwimmen den weg, ich sag's dir. Ey, Vinmon, willst du Stress? Im Format einer E-Taube beschweren. Okay, warte. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ah ja, genau, wir haben den neuen Anzug auch. Genau. Den haben wir auch noch. Den habe ich auch noch. Taube müde, Taube schlafen. Ja, toll. Siehst du, Jan, nicht mal das kriegst du hin. Ich hab schon Stress, danke. Nennt sich Arbeit, gell? So, dann lass uns hier noch. Oh, perfekt. Beschwer dich doch bei Shadrix. Mach doch. Okay, dann Taube benötigt mehr E. Genau, E wie Energie. Ich sag mal so, der Shadrix hört dir eh nicht zu. Also was sowas angeht. Hehehe, Taube. Jetzt auftauchen. So, und runter. Alles klar, Leute. Shadrix ärgert dich jetzt genug. Jetzt auf einmal ist Shadrix dran schuld, oder was? Also, dass du meine Mod so angreifst, das geht so gar nicht, ja? Shadrix hat einfach mal was rausgehauen, Alter. Der Shadrix, der lebt noch. Keiner hat mit dem gerechnet und dann kommt so ein Batzen. Okay. Tja, seht ihr, der Shadrix hat sich für euch ein Gedicht einfallen lassen. Oder für dich, Skull. So, ich brauch Signalbojen, habe ich hier gesagt. Haben wir gesagt, geht so. Eine Signalboje. Zweite Signalboje. Bin gerade am Pixeln. Alex mag keine Algenzüchter. Doch, ich mag Algenzüchter.
Chatrix ist doch einer. Die Gespräche werden ein bisschen awkward gerade, Jungs. Merkt ihr das? Na, hier passt nichts mehr rein. Wir haben genug Titan. So. Passt. Chatrix ist ein Bot. Der arme Chatrix ist kein Bot. Okay. Ich nehme das Ding hier mit. Wünscht mir Glück. Blubber. Gucken wir erstmal. Geh weg. Sind das schon Bulbs? Ja, Mann. Aber hier waren wir schon. Der Chatrix haut hier Codes raus, alles klar. Ist wahrscheinlich ein Virus. Corona, nein. Ah, sorry, ich lass das. Ist schon okay. Okay. Hier ist nichts. Also nur die. Ich mag das so nah. Oh, das klingt falsch. Ich mag es so nah. Okay, also da hinten geht es ziemlich weit runter. Auch in Zonen, wo ich schon war. Das kann ja im Grunde genommen überall sein, ha? Ja, ist ja gut, beruhigt euch. Also auch in Zonen, wo ich schon war. Da unten ist eine Kapsel, die haben wir, glaube ich, schon gesehen. Da hinten ist was. Ah, ist nur ein Durchgang, alles klar. Was ist da? Kurz das scannen, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Hier ist nichts da. Oh, du bist Viech, Alter. Hier ist nichts erstmal. Was ist da? Energie geht davon recht schnell flöten, wie ich merke. Oh, nichts. Also die Eingänge sind recht klein, sagst du? Alles gut. Ich höre etwas, was ich nicht hören möchte. Komm, verzieh dich. Hier war ich, glaube ich, schon. Irgendwo da vorne müsste ein Leviathan. Boah, hat mich das erschreckt, das dumme Viech, Alter. Verpiss dich. Auf mich zu beißen. Das ist kein Leviathan. Das müsste die Mitte der Karte sein, oder? Wo? Nee. Jetzt. Oh nein, das Schiff geht kaputt. Warte mal. Ich schwimme da gleich wieder zurück. Ich will nur irgendwo einen ruhigen Platz haben. Danke. Du sagst, da ist nichts. Ich hätte vielleicht ein paar Energiezellen mitnehmen können. Ich gehe trotzdem nochmal hin und gucke.
Ich glaube, das ist noch nicht der Rand. Ist noch nicht ganz. Da hinten sind ziemlich viele Gegner. Ich meine, wir sind nur, in Anführungsstrichen, auf 200 Metern. Da vorne ist so ein Viech. Boah, pff. Schreck mich doch. Aber nee, hier scheint... Nee, das ist die Kapsel. Nee, hier scheint echt nichts zu sein. Wo ist denn meine Basis? Da. Hm. Okay. Dann halt nicht. Dann suchen wir in die andere Richtung. Ich gehe mal sehr schwer davon aus, dass die... Oh Gott. Dass die nächsten Orte, die wir suchen, eher... im tiefen Gewässer sind, so wie hier. Hm. Nur mal, lass mal gucken. Aber hier ist nichts, ne? Nee. Auch auf weite Entfernung ist hier nichts. Nee. Schade, Schokolade. Hätte mich jetzt natürlich gefreut, wenn wir direkt was gefunden hätten. Also, ne? Moment. Da geht's aber tief runter. Ach, das ist diese Kerbzone da vorne. Aber hier könnte auch was sein. Warte mal, lassen wir mal gucken. Also hier ist nichts. Naja, Kerbzone, sag ich, diese andere. Guck mal, hier unten ist was. Wenn mich jetzt hier nichts frisst. Ach, hier waren wir ja immer. Ach ja. Alles okay. Das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob da vorne irgendwas kommen würde. Oder doch? Nee. Ich schwimme trotzdem mal runter. Aber ich bezweifle es. Dann sind wir schon recht tief. Nee. Aber ich schwimme trotzdem noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es geht auch gleich wieder hoch. Wahrscheinlich auch da nach rechts. Nee. Nee, hier waren wir ja außerdem schon. Stimmt, hier haben wir die eine Degasi-Basis gefunden. Nee, nee. Das ist hier nicht der Ort, den wir suchen. Gut, dann würde ich in die andere Richtung jetzt fahren. Ja. Ist gar nicht so einfach. Ich hätte halt eine Idee, wo noch was sein könnte. Fällt mir so spontan ein. Was? Ach nee. Also ein Eingang, wie gesagt, eine Degasi-Basis da hinten hatten, also Degasi-Basis hatten wir. Ja, also einen Ort haben wir schon gefunden. Ein Eingang ist ziemlich mittig. Zu dem, wo wir die... Also, der repariert auch nochmal kurz. Ja, der ist schon repariert. Also, es gibt ja zwei Orte im Grunde genommen. Also... Es gibt ja, da vorne gleich gibt's diese, wie heißt das? Du hast das mir schon mal genannt. Du hast mir das schon mal gesagt. Mushroom oder sowas? War das nicht sowas? Also, einer ist da. Übrigens, oben die Raketenbasis steht schon. Da hinten ist dann einer. Und der Eingang ist mir eigentlich relativ egal jetzt mit den Pilzen. Da hinten haben wir...